Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hausflipper. Wir haben noch ein paar E-Mails abzuklappern, deswegen gucken wir gleich mal in unseren Laptop. Kindergarten, oh, das wird länger dauern. Machen wir noch einen Garten, würde ich sagen. Penner im Garten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich gestatte mir, mich in einer für mich äußerst wichtigen Angelegenheit an Sie zu wenden. Ich bin bereits in fortgeschrittenem Alter und benötige Ihre Hilfe. Für 2 Monate waren wir jetzt im Sanatorium. Mein Mann und ich. Und, wie es scheint, hat in der Zwischenzeit ein zweifelhaftes Völkchen gefallen an unserem Garten gefunden. Hier ist ein schlimmes Drunter und Drüber entstanden. Überall sind Dosen und Flaschen zu sehen. Ja, und dazu noch diese fürchterlichen Schmierereien an den Wänden. Außerdem haben sie den Gemüsegarten ratzeputzkahl gefressen. Ich kann gar nicht hinschauen. Nur Brennnesseln sind übrig geblieben. Zum Glück haben sie die Blumenbeete nicht angetastet. Vor allen Dingen müsste man jetzt die Dosen beseitigen und den Rasen mähen. Darüber hinaus möchte ich darum bitten, einige Obstbäume einzupflanzen. Mit vorzüglicher Hochachtung, Gertrud Schulz. Ja, dann helfen wir den beiden doch mal, den Garten wieder hübsch zu machen. Oh ja, da haben es sich zwei aber wirklich gemütlich gemacht. Und ein bisschen dekoriert. Gut. Werfen wir mal direkt den Müll weg. Ihr seid Unkraut. Auch wenn ihr nicht so aussieht. Okay, räumen den Müll auf, mähen den Rasen. Entfernen das ungeheuerige Verschmutzung. Alles klar, fangen wir hier vorne direkt an. Mähen den Rasen. Es geht ratzfatz. So. Um den Busch rum. Nicht, dass es gleich wieder heißt. Oh, sie haben aber einen Pixel übersehen. Das ist noch nicht vernünftig. Okay, jetzt haben wir hier noch irgendwo ein Unkrautgedöns. Ne, das war der Müll hier, alles klar. Zum Glück haben wir mittlerweile diesen... ja, den Skill, dass wir ganz viel Müll auf einmal entfernen können. Da ist noch irgendwas. Ach, da hat sich eine Dose versteckt. Kommen wir an die ran, ohne die Bank wegzuräumen? Oh, ich befürchte nicht. So. Kriegen wir die Bank wieder so dahin, wie sie war? Ich glaube, sie stand näher dran, aber gut. Hier ist okay. Hier haben wir noch Rasen. Ah, dann mähen wir mal wieder fröhlich den Rasen. Müssten wir mit unserem im Garten auch mal wieder machen. Aber jetzt war so richtig blödes Wetter die letzten Tage. Und es soll ja angeblich diesen Sommer gar nicht so heiß und eklig werden, sondern eher mild. Das erfreut mich natürlich ein bisschen. Die letzten Sommer waren schon echt extrem. So. Tut uns ein kühlerer Sommer mal ganz gut. Vor allem auch den ganzen Tieren und Pflanzen. Und ich habe Nachbarn mit Schafen, die hatten die letzten 2 Jahre wirklich Probleme, ihre Tiere zu ernähren, weil es so heiß war. Also an die Reihe komme ich irgendwie nicht so dran. Da war es echt schwer für die Futter zu bekommen. Ja, weil halt alles so schlecht gewachsen ist durch die Trockenheit. Da waren dann sogar Überlegungen, einige Tiere schlachten zu müssen. Damit sie die anderen halt durchbringen können, ne? Die konnten nicht alle versorgen. Sowas ist dann echt wahnsinnig traurig. Vor allem, weil das ja deren Kapital ist, ne? Also... naja. Aber diesen Sommer soll es ein bisschen kühler werden.
Das ist gut für die Tiere, für die Bauern. Wir hatten jetzt erstmal genug Katastrophen. So. Ein bisschen bekloppt macht einen das hier schon mit dem Rasenmähen, ne? Man hat sich noch Müll versteckt. Da können wir gleich wieder die Hauswand putzen. Hier haben wir einen Streifen komplett übersehen. Ich mähe aber erstmal. Zack, zack, zack. Hier an der Kante wieder. Aber irgendwie. Ah, das ist da ganz hinten drin. Okay. Dann laufen wir mal hier noch weiter runter. In der Hoffnung, dass ich hier auch alles erwische. Hier um den Baum haben wir noch nicht alles. Hier am Rand noch nicht alles. Wir wollen ja nicht, dass das Spiel wieder meckert. So. Müll weg. Bist du kein Unkraut? Okay. Graffitis von der Wand. Gehen ja zum Glück leicht ab. Dann machen wir erstmal hier hinten die Nische. Okay, die Mülltonnen auch wegwerfen. Ich dachte, die gehören dahin. Die wären okay. So. Und weiter geht's mit dem Rasentrimmer. Auf durchs Gemüse. Aber einen schönen Garten haben die hier, ne? Die Hecken habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ich mal drauf achten, wenn wir wieder bei uns sind, ob ich diese Hecken finde, weil die so als Eingrenzung für die kleinen Beete ist auch sehr hübsch. Schieb mich nicht zur Seite, bitte. Ja, so ein riesiger Rasen, den die haben. Das hört gar nicht mehr auf. Hin und her und hin. So, hier haben sie auf jeden Fall. Haben die da Blut verschmiert oder? Das ist einfach ausgekippter Wein. Oh, hier haben sie aber echt eine Menge Müll gemacht. Heieiei. Hier war eine Party, du. Hier war Party. Das ist schon frech, ne? Wenn Hausbesitzer nicht da sind und man nistet sich einfach in deren Garten ein. Ist echt nicht nett. So. Ja, hier nochmal durch und wieder zurück. Dann haben wir es hoffentlich bald. Zumindest den hinteren Bereich. Müssen wir noch an der Seite nach vorne und vorne die andere Hälfte haben wir auch noch zu mähen. Kann ich verstehen, warum die einen Gärtner engagieren. Obwohl wir eigentlich Innenarchitekt sind. Naja. So, aber ich räume jetzt erstmal hier ein bisschen Müll weg. So. Zum Glück können wir viele Sachen auf einmal wegräumen. Es wäre jetzt hier wirklich anstrengend, müssten wir hier jede Flasche einzeln aufräumen. Okay, den Stuhl stellen wir mal wieder hin. Aber haben sie auch zu helfen gewusst, ne? So. Haben wir noch Unkraut und Müll. Auch noch Müll. Zum Glück verschwindet der rot gefärbte Wiese. Okay, hier ist noch Müll. Unkraut.
auch noch Müll. Da ist gemäht. Hier ist auch noch gemäht. Das ist gut. Hier aber nicht. Zack. Jetzt aber und hier auch nicht. Okay. Aber hier drin haben wir Unkraut. Achso, das sind die Graffitis. Ja, die machen wir auch direkt mal weg. Wollen wir hier nicht haben. Sehr schön. Na, mit dem Bereich schon mal wieder sauber. Hier müssen wir auch noch ein bisschen mit dem Wasser sauber machen. Das ist auch nicht schön. Also es gibt ja echt schöne Graffitis. So richtige Künstler, die da Meisterwerke anwenden, zaubern. Und dann gibt es einfach nur diese Schmierereien. Was sollen die einem sagen? Weißt du, so, ey, ich bin in der Gang, ich mach da jetzt voll cool mein Logo hin, damit jeder weiß, ich bin hier oder was? Verstehe ich nicht. Bin ich zu alt für. So. Baum 1. Lecker Kirschbäumchen. Ich hätte ja auch gerne einen Kirschbaum in meinem Garten. Oder eine Magnolie. Aber da muss ich noch Überzeugungsarbeit leisten mit dem restlichen Haushalt. Begründung? Die blühen. Die verlieren Blütenblätter, wenn sie verblühen. Und dann ist der ganze Rasen voll mit Blütenblättern. Ja, das ist doch... Ist doch egal, oder nicht? Helft mir da mal bitte. So eine Magnolie. Richtig schön. Und dann im Frühjahr oder Sommer, wenn die dann halt blüht, sitzt du da drunter auf einem kleinen Tischchen mit einem Bänkchen und freust dich deines Lebens. So, hier im Gebüsch nochmal durch. Ist da hinten dran? Ja. Okay, und... Hallo? Hier einmal rum. Was bist du hier? Du bist der Baum. Du bist der Busch. Okay, jetzt machen wir aber erstmal... Oh, wobei, nein. Ich mache hier noch um die Büsche rum. Es fehlen uns da wieder wertvolle Pixel. Ja, auch nochmal lang. Gut. Da ist auch noch nicht perfekt. Okay. Aber hier sollen wir jetzt... Genau, die ekligen Möbel einmal verkaufen. Da würde ich auch nicht mehr drauf sitzen wollen. Wer weiß, was die da gemacht haben. Und eine neue Ecke einrichten. So ein Tisch. Die haben ja auch so einen braunen. Dann würde ich auch mit sowas hier wieder gehen. Und zwei Sessel. Ja, hier kommt für die alten Leute, geht sowas, ne? Die finden sowas doch schick. So. Und so. Gut, haben wir das erledigt. Ist hier noch Unkraut? Unkraut. Jetzt haben wir hier noch den Bereich 2. Da müssen wir auf jeden Fall noch mähen. Hier, wo die Rillen sind, ist bestimmt dann der Obstgarten. Der Gemüsegarten. So. Mähen wir hier mal durch. Haha. Mähen den Rasen, entfernen das Unkraut. Hier sollen zwei Pflaumenbäume und zwei Apfelbäume hin. Ja, gucken wir doch mal. So, und die Apfelbäume. Boah. Die
fühlen sich da, glaube ich, wohl. Zack. Na, willst du wohl in dein Loch? So. Du auch, Rainer. Ja, dann fehlt, glaube ich, nur noch dieses Gemüsebeet hier vorne. Und? Was fehlt noch? Komme ich hier noch durch? Ja. Was fehlt denn dann noch? Wobei, es sollte dann eigentlich reichen zum Abschluss des Auftrags. Okay. Das Unkraut rausrupfen. Ach, hier sollen wir gar nichts machen. Wir sind aber noch nicht fertig. Da ist noch Unkraut. Oh, hier haben wir noch Unkraut drin. Ah, hier haben wir auch noch. Hier haben wir noch Graffiti an. Wie habe ich das denn jetzt übersehen? So, jetzt aber nicht mehr. Sehr gut, sehr gut. Hier sieht auch soweit gut aus. Hier haben wir noch Schmierereien an der Wand. Ja. Damit haben wir... Ach, hier müssen wir noch den ganzen Rasen mähen. Ganz vergessen, ganz übersehen. Okay. Los geht's. Sollte aber das letzte Stück sein. Dann haben wir es hier gleich. So. Baum rum. Ist doch nicht mehr viel. Haben wir gleich. Okay, Rasen ist gemäht. Jetzt sollen wir noch Unkraut entfernen. Das befindet sich noch hier drin. Obwohl die eigentlich echt schön sind, diese lilanen Blüten. Verstehe ich jetzt nicht, warum das Unkraut ist. Muss doch nicht immer alles Unkraut sein. Wenn es blüht doch schön. So. Okay, irgendwo haben wir ein Unkraut übersehen. Oh Gott. Es beginnt die Suche nach dem letzten Unkraut. Ja, das kann ja jetzt wieder was werden. Wo haben wir was übersehen? Haltet die Augen offen. Da. Ha. Wir haben es. Sehr schön. Gut. Das ist aber ein süßes Haus. Schön. Okay, dann können wir den Auftrag abschließen für 1000. Aber wir sind mittlerweile echt reich. Hätten wir am Anfang mal alle Aufträge gemacht, dann hätten wir uns auch direkt so eine Luxusvilla kaufen können. Fertig. Ja. Sehr gut. Dann gucken wir mal, was haben wir denn noch alles? 6 Aufträge noch. Ist da schon wieder was Neues zugekommen? Garten nach Überschwemmung, ne? Oh, da
kommt immer wieder was Neues nachgerückt. Man denkt auch, man ist fast fertig, man hat fast alle Aufträge, da kommt die nächste E-Mail rein. Na, aber gut, ist ja eigentlich gut, ne? So finanzieren wir unser Leben hier. Wir haben 277.000. Oh, da möchte ich einfach mal eben was gucken im Browser. Und zwar das teuerste Haus wären 300. Das wäre das teuerste Haus. Ja, eigentlich müssten wir die hier ja auch noch alle abklappern und mal renovieren. Und das ist interessant. Haus auf dem Mond. Das kenne ich halt noch gar nicht. Vielleicht schaffen wir es ja, so viel Geld noch anzusparen durch die ganzen Aufträge. Und dann würde ich mir dieses Haus hier echt gerne mal angucken. Da auch Schwerkraft ist. Die Familie, die hier einzieht, hat vielleicht Probleme mit dem Pendeln, aber der überirdische Blick aus dem Fenster lohnt sich. Ja, hätte ich auch Lust drauf, da zu leben, auf jeden Fall. Naja, gut. Gucken wir mal, wie wir das mit den anderen Häusern noch machen, die man renovieren kann. Ob ich da vereinzelt immer Special-Folgen raushaue. Muss ich mal gucken. Da bin ich mir noch nicht sicher. Weil jetzt im Let's Play die noch abarbeiten. Wir haben ja für das kleine Haus hier, in dem wir selber leben, wie lange haben wir gebraucht? 7, 8 Folgen und sind eigentlich immer noch nicht fertig. Man könnte hier noch viel mehr dekorieren. Der Garten muss noch gemacht werden. Also, ach, ist eine Menge Arbeit. Wird fürs Let's Play, glaube ich, echt zu viel. Da weiß ich noch nicht, wie ich das machen will. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie man das umsetzen kann mit den Häusern. Wollt ihr das im Let's Play sehen? Wird, wie gesagt, kann sehr langwierig werden. Oder soll ich Special-Folgen machen? Vielleicht mit Schnelldurchlauf, wo ich solche Häuser renoviere? Wäre eine Möglichkeit. Ja, Livestreams weiß ich nicht. Hier ist halt immer viel Trubel um mich rum. Beim Video kann man dann, ne, kann man sowas schon mal rauscutten, aber ja, live ist halt live, ne? Naja, da mache ich mir aber auf jeden Fall noch Gedanken drüber, wie wir das umsetzen können. Würde sagen, wir sind jetzt erstmal wieder am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Freue mich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Und sage bis dahin, tschüsselü!